Hallo und recht herzlich willkommen bei den Special Deal News. Wir sind heute zu Gast im Hotel Romantik Krone. Und in unmittelbarer Nähe zu diesem Hotel sind wirklich ganz, ganz geile Schauplätze. Zum Beispiel hinter uns das Schloss Neuschwanstein, das Märchenschloss von Ludwig II. Aber nicht nur das erwartet euch natürlich der Aktivitäten-Check, Cut. Die Urlaubstipps mit dem Aha-Effekt, Cut. Der Blick hinter die Kulissen, Cut. Und zum Schluss natürlich unser Gewinnspiel 2x2. Aber jetzt willkommen im Romantik-Krone, willkommen im Füssen und willkommen auf unserem Rundgang. Cut! Natürlich habe ich ein Doppelkinn, ein ganz massives. 1868 hat Ludwig II. Einen Brief an Richard Wagner geschrieben, in dem er ihm mitgeteilt hat, dass er gerne ein neues Schloss bauen möchte. Und das hat er da hinten dann gemacht. 1869 hat es dann begonnen, die Bauarbeiten. Aber 1886 war es dann fertig, also über 17 Jahre hat es gedauert. Aber der König Ludwig ist dann schon leider verstorben, hat also das Schloss nie so richtig wahrnehmen können. Und seit dem Tod, sind mehr als 50 Millionen, das muss ich mir vorstellen, 50 Millionen Leute hier raufgekommen und haben sich dieses Schloss angesehen. Und eine ganz interessante Info habe ich auch noch von unserem Kameramann, der nämlich Architektur studiert, dass das nämlich wirklich ein Vorreiter der ganzen Disney-Schlösser war. Danke Fabian für diesen Hinweis. Das war Schloss Neuschwanstein und jetzt geht es aber weiter mit Ludwig II. Denn jetzt fahren wir nämlich runter in die ehemalige Residenzstadt nach Füssen und dort gibt es ein Musical, Ludwig II. Und da gehen wir jetzt hin und da schauen wir uns an. Ich bin eine andere Generation, ich bin ja kein Instagrammer. Das ist meine Frau, schau, meine Frau. Hallo? Jetzt sind wir hier im Festspielhaus, wo das Musical stattfindet. Ludwig II. Riesengroßes Haus, 1200 Plätze. Und wir machen jetzt mal so einen Blick hinter die Kulissen im Festspielhaus. Ja, und jetzt hier auf der großen Musicalbühne ist jetzt hinten eine Kulisse, die extra für uns runtergefahren wurde. Ja, und hier findet dieses Musical statt, Ludwig II. Wie groß die Bühne ist, das kann ich da sofort sagen. Das ist ja kein Problem. Ich habe den Meterschritt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nur eine kurze Pause machen. 27 bis 30 Meter. Den Blick hinter die Kulissen, wie versprochen, sieht man das einmal, wie dieser Aufbau von hinten aussieht. Auch sehr interessant einmal. Ich komme ein bisschen vor wie Falco. Der Falco hat doch auch solches. So bei Amadeus. Come rock me, Amadeus. Kriege ich einen Vertrag? Wer hat, wo kann ich unterschreiben? Ja, das passt ja wie angegossen. Jetzt haben wir ein nächstes Highlight, was in unmittelbarer Nähe zur Romantik-Krone ist, nämlich die Highline, eine Hängebrücke. So, und weil es ein langer Fußmarsch ist hinauf die Highline, heiße ich euch recht herzlich willkommen bei unserem Gewinnspiel 2x2. Diesmal im Romantik-Krone zu gewinnen. Die Schätzfrage, die wir dieses Mal haben, ist eine sehr, sehr schwierige. Ich muss nämlich im Kopf mitzählen, weil wir wollen von euch wissen, wie viele Schritte muss ich machen, bis ich oben auf der Highline bin. Schätzt's einmal. Ich zähle, wie gesagt, schon mit dem Kopf. Natürlich muss ich noch vom letzten Mal vom Hotel Gmachl die Auflösung machen. Die Frage war, wie viele Rinder werden in etwa verbraucht in so einem Kochjahr? Die Antwort ist 6. Und die richtigen Antworten werden wir unten wieder rausfiltern, auch bei den Kommentaren. Und die Gewinner werden wie immer verständigt. So, und jetzt geht's los mit dem Zählen. Wie viele Schritte? So, oben angekommen, war ein netter, schöner Winterspaziergang. 80 Schritte habe ich gebraucht und jetzt habe ich mein Ticket, jetzt schauen wir uns die Highline an.
Vielleicht hätte ich vorher erwähnen müssen, dass ich eine extreme Höhenangst habe. Das ist jetzt eine Therapie für mich. Bist du gescheit? Hui. Ganz schier. Alter, ganz schier ist das für mich. Ganz schier. Aber das ist jetzt eine Therapie. Eine Therapie. Eine Therapie. Holy moly. Ich schaue nach oben in den Himmel. Ich gehe auch irgendwie ein bisschen wie angeschissen, gell? Hast du schon mal so Bungee-Jumping oder sowas gemacht? Mein Schwiegervater sagt ihm, ich muss einen Bungee-Jump machen. Aber ich habe jetzt seine Tochter eh schon geheiratet, also... Ja, hast du Höhenangst? Ja. Jetzt bin ich mal ganz mutig. Ich stehe jetzt da auf der Highline 179. Na, aber ist alles cool. Ich bin wirklich jetzt schon viel lockerer. Darf ich sogar ein bisschen springen? So, wir sitzen hier im Romantik Krone. Sag's mal du, wie sprichst du aus? Romantik Krone. Romantik Krone. Also, ich sollte eigentlich halt dieses ganze Brummel machen. Der Alex Pohle hat, also nicht er hat seit 500 Jahren das Haus, du bist noch nicht ganz so alt, aber deine Familie ist schon. Seit 1200? Nein, 1200 kamen wir von Schweden. Schweden hierher. Ah, du bist ein Schwede? Alter Schwede. Du bist ein alter Schwede? Ja, merkt man gar nicht. Aber 1200, ne? 1200, ja. Das war vor den Habsburgern. Das weiß ich nicht. Natürlich, 1200 irgendwas kam Rudolf der Erste. Aber da warst du, bist du quasi aber nicht verwandt mit den Habsburgern. Ja, sicher nicht. Aber das Besondere am Haus ist ja nicht nur, dass ihr schon so alt seid, sondern auch, dass eure Position mitten hier in Reute extrem geil ist. Ja, das ist, wenn du das sagst, freut mich das. Findest ja. du das nicht? Ja, doch, wir sind schon mittendrin. Also wir können uns aussuchen, wo wir hingehen. Schön. Wir waren heute Neuschwanstein, ja. Wir haben das Ludwig-Musical besucht. Wir waren auf der Highline, wo ich meine Höhenangst besiegen konnte. So hoffe ich doch. Aber das ist ja lang nicht alles, Alex. Ich habe jetzt drei aufgezählt. Sag noch, was möglich ist bei dir in der Krone. Es sind sicher die prägnantesten Sehenswürdigkeiten, die wir da haben. Außerdem gibt es dann die Alpentherme. Dann haben wir sehr, sehr wunderschöne Seen, den Plansee, den Uresee, den Traunsee. Unendlich viel. Unendlich. Ja. Und was nicht zu vergessen ist, was von Jahr zu Jahr steigend ist, ist der Lechwanderweg. Das heißt, jetzt möchte ich gerne dem Alex nämlich hier ein Versprechen abnehmen, ein Special Deal Approved Versprechen. Das heißt, diese ganzen tollen Sachen, die in der Nähe von der Romantikkrone sind, gibst du mir die Hand drauf, dass sie maximal 8 Kilometer entfernt sind? 8 Kilometer. Okay, die Wette gehen. Okay, also 8 Kilometer, ja. Unfassbar, alle diese Sehenswürdigkeiten. Du hast sogar eine Liste von A bis M gemacht. Ja. Ja, ich lese sie kurz trotzdem noch einmal vor. Lechzopf, Blick auf den Hahnenkamm, Langlerfleiche, Klausenwald, Hängebrücke, Dürnbergaal mit Einkehr, Lech, Aschau am Lech, Frauensee, Plansee, Neuschwanstein, Alpentherme, Königsschlösser, Festspiel, Ausfüßen. Alle innerhalb 8 Kilometer. Alle innerhalb von 8 Kilometer. Welches Hotel kann das sonst noch bieten? Weiß ich nicht. Um auf die Alpentherme zurückzukommen, du hast ja quasi mir gesagt, ist das richtig, dass die Gäste, die im Romantik-Krone einchecken, automatisch Karten für die Alpentherme bekommen? Die Karten für die Alpentherme, ja natürlich. Es gibt einige Zimmerkategorien, wo die Karte dabei ist. Nicht jedes Zimmer bekommt sie? Nein. Aber wir können zum Beispiel sagen, jetzt in diesem Special Deal, wenn jemand anruft und sagt, Stichwort Max Schmiedl, Special Deal, bekommt auf jeden Fall, egal welche Zimmerkategorie er hat, die Alpentherme-Karte dazu. Ja, mein Wort drauf, kein Problem, gerne. 8 Kilometer. So, das war's aus dem Hotel Romantik Krone. Was ich so richtig sage, eine wunderschöne Zeit haben wir hier verbracht. Aber es geht schon weiter mit den Special Deal News. Ich bin schon auf dem Weg in die nächste Destination. Ich wünsche euch alles Gute, vergesst nicht zu abonnieren und wir sehen uns.